Herzlichen Dank und schönen guten Abend. Also ich beschäftige mich mit Punktverteilung auf verschiedenen geometrischen Objekten und ich frage danach, ob die Punkte gleich verteilt sind oder ob sie Deckungsverteilungen sind. Damit Sie sich etwas darunter vorstellen können, habe ich dieses Bild mitgebracht. Und wie Sie sehen, ist es viel zu klein. Tut mir leid, ich habe das unterschätzt. Jedenfalls haben wir eine... Ich beschreibe alles, was hier steht. Es ist eine Kugel und auf dieser Kugel habe ich ein paar Punkte platziert. Und immer wenn ich das mache, kann ich um die Punkte eine Kreislinie zeichnen, einen gewissen Wirkungsradius. Und jetzt geht es einfach nur darum, das Innere dieses Kreises, diese Kreisscheibe, hier schwarz angedeutet, ist die Kappe, nicht wahr? Und jetzt immer wenn ich Punkte habe, kann ich folgende Frage stellen. Wenn ich einen Wirkungsradius gegeben habe, dann was ist die minimale Anzahl von Punkten und die beste Konfiguration von diesen Punkten, sodass diese Kappen die gesamte Oberfläche überdecken? Ja? Gut, Sie fragen sich vielleicht, wozu das Ganze? Nun, ich habe zwei Beispiele vorbereitet. Und zwar, falls Sie sich unseren Planeten vorstellen und diese Punkte sollen Satelliten sein, nicht wahr? Sie haben einen Wirkungsradius, also dort, wo Sie messen können, dort, wo Sie Signale empfangen und senden können. Denken Sie an Wettersatelliten oder GPS-Satelliten. Ja? Nun, klarerweise, man möchte genug Satelliten haben, dass man das Wetter überall auf dem Planeten kennt. Für den Flugverkehr zum Beispiel ist es nötig. Oder eben für das GPS. Gut, man möchte aber auch möglichst wenige Satelliten im Orbit haben, nicht wahr? Dinger sind teuer und die Transportmittel neigen zu explodieren. Die Punkte könnten aber auch Lagerhallen sein oder Lagerzentren. Wenn Sie zum Beispiel im Onlinehandel öfter einkaufen, gibt es die 24-Stunden Lieferzeitgarantie. Und das heißt, irgendwo in Ihrer Nähe muss ein Lagerzentrum sein, das die Waren auch schnell genug zu Ihnen hinbringt. Ja, also in der Logistik ist es wichtig. Und wiederum möchte man weniger Lagerhallen bauen. Also ist wiederum eine Frage des Geldes. Man könnte natürlich auch von Sendemasten sprechen oder Windanlagen. Alles braucht quasi einen Radius, wo man das aufstellt, wie man das vernünftig macht. Gut, mit Anwendungen beschäftige ich mich aber nicht. Es geht eigentlich generell in der Mathematik darum, Sachen zu beweisen und das Optimum zu finden. Aber für Anwendungen ist das Optimum eigentlich nicht nötig, nicht wahr? Man braucht bloß eine Lösung, die gut genug ist und zwar möglichst rasch. Und dafür gibt es Computermodelle. Und dann geht man einfach sein Problem rein, es rechnet durch und man bekommt einen Vorschlag. Und das funktioniert oder nicht. Und hier kommt die Sache, früher oder später muss man ein Integral berechnen. Und da ist eben der Haken, sehen Sie, naja, Sie werden es nicht sehen, aber ich werde es beschreiben. Für einen Computer ist ein Integral nichts weiter als ein arithmetisches Mittel, nicht wahr, das kennen Sie aus der Schulzeit, also wenn Sie die Noten durchsummiert haben, also aufsummiert haben und dann durch die Anzahl dividieren, haben Sie die Durchschnittsnote. Und genau das macht ein Computer. Wenn ich eine Funktion habe, nimmt er einfach irgendwelche Punkte, wertet die Funktion aus, summiert, dividiert durch die Anzahl und wir haben einen Durchschnittswert. Ja, schön und gut. Aber die Frage ist natürlich, was hat das mit dem Integral zu tun, dieser Funktion? Und diese Frage ist von fundamentaler Bedeutung. Sehen Sie, Integrale sind das Rückgrat vieler wissenschaftlicher Theorien und Modelle. Und Computer sind oft das einzige Hilfsmittel, das wir zur Verfügung haben. Ja? Nur wer sagt uns, dass diese beiden Werte irgendwas miteinander zu tun haben? Nicht wahr? So, um das zu beantworten, betrachten wir einfach den absoluten Betrag dieser Differenz. Ja? Wir wollen einfach nur, dass die Summe nah genug beim Integral ist. Ja? Ob es jetzt ein bisschen drüber oder ein bisschen drunter ist, spielt keine Rolle. Aber wir wollen wissen, wie nah es ist. Ja? Deswegen nehmen wir den Absolutbetrag und er misst einfach, wie weit entfernt vom Nullpunkt es ist. Ob es jetzt in Richtung negative Zahlen oder positive Zahlen geht, ist völlig egal. Wichtig ist nur, dass wir das irgendwie einschränken können. Und genau das können wir machen. So. Wir haben eine Abschätzung und hier haben wir zwei Zahlen auf dieser Seite. Das eine ist die Varianz der Funktion. Also Sie können sich das so vorstellen, das drückt in Zahlen aus, wie sich die Funktion verhält. Wenn Sie den Funktionsgraphen vor sich haben und der schön eben ist, dann ist die Varianz ziemlich klein. Ja? Aber es ist wild oszillierend, so wie ein Sinus auf Kokain. Dann wird die Zahl ziemlich groß sein. Ja? Die andere Zahl ist die Diskrepanz der Punkte. Und es geht darum, Punkte zu finden, sodass die Diskrepanz gegen Null strebt für die Anzahl der Punkte, wenn sie größer wird. Und diese Abschätzung ist also ziemlich nützlich und sie geht zurück auf die Herren Koxma und Hlawka. Hlawka übrigens war ein ziemlich berühmter österreichischer Mathematiker mit steirischen Wurzeln, der kommt aus Bruck an der Mur. Und die haben diese Formel 1961 entdeckt und es gilt für beliebig viele Dimensionen. Nun, das spielt vielleicht keine Rolle, weil wir ja bloß in einer dreidimensionalen Welt leben, aber Sie müssen wissen, in der Finanzmathematik, wo das angewandt wird, gibt es oft hunderte oder tausende Variablen, das heißt, der Integrationsraum ist tausenddimensional. Gut, um das ein bisschen einfacher zu gestalten,
wollen wir die Varianz einfach ignorieren. Okay. Und die Frage ist, wie geht das gegen Null, diese Diskrepanz? Falls wir wieder das Beispiel der Kugel hernehmen, wissen wir, es verhält sich ungefähr wie 1 durch Wurzel n. Also das können wir beweisen. Wir wissen, es gibt Punkte, die sich viel besser verhalten, nur wir kennen sie einfach nicht. Und nun, damit Sie sich das vorstellen, also bei 100 Punkten wissen wir, dass es ca. ein Zehntel Bereich der Fehler liegt. Also in der ersten Nachkommastelle liegt der Fehler. Bei 10.000 Punkten haben wir ein Hundertstel hier vorne stehen, das heißt, erst in der zweiten Nachkommastelle haben wir den Fehler, können den Fehler erwarten. So, und meine Aufgabe besteht darin, einfach dieses 1 durch Wurzel n zu verbessern. Ja, ich bin gescheitert. Soweit. Ich versuche es natürlich immer weiter und das gilt es zu zeigen. Und hier endet mein Vortrag. Also herzlichen Dank.